Sicher, schneller, weiter. In jedem Rennen riskiere ich als Fahrer alles für den Sieg. Deshalb steht Sicherheit für mich an erster Stelle. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Decathlon. Auf jeden Fall mal einen großen Beutel Geld, würde ich zum Anfang sagen. Man braucht gute Sponsoren, sonst kommt man ab der Formel nicht mehr sehr weit, denn es ist sehr kostenaufwendig. Sehr viel Talent, aber auch sehr viel Zeit und Überwindungen. Es ist nicht sehr einfach, ein schnelles Auto im Limit zu fahren mit über 200 Kilometern pro Stunde, durch eine Kurve zu rattern. Das ist nicht sehr einfach, es kostet sehr viel Überwindung und das muss man alles dabei haben. Also größere Unfälle hatte ich zum Glück noch keine. Aber ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, das könnte ordentlich scheppern, wenn ich es jetzt nicht fange. Habe aber immer Glück gehabt, aber immer schnell reagiert und dadurch zum Glück bisher noch nichts passiert. Ja, die Sicherheit der Fahrer ist sehr wichtig geworden in den letzten paar Jahren. Es gab zum Glück sehr wenig Unfälle. Die Autos werden immer sicherer. Das neue Halo-System, eine super Entwicklung. Was aber auch leider einen Beitrag dazu hat, dass die Autos schwerer werden und das Fliehgewicht deutlich höher ist. Was dadurch bringt, dass die Autos nicht mehr so viel Kraft standhalten in den Kurven, was sie langsamer macht. Aber ich denke, in dem Fall geht die Sicherheit natürlich vor. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Dekra. Mehr unter dekra.de.